Moin meine geilen Schätzchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 50 Fragen und diesmal zu YouTube Deutschland. Und eingereicht von Janina aka Lucy Licious, die auch schon mal die Gothic-Fragen eingereicht hat. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einreichen. Die Fragen sind jetzt auf den Stand vom Einreichen, das ist der 13.06.2021. Also okay. Ist jetzt ein Monat her. Es gibt für eine richtige Antwort 3 Punkte, für eine falsche Antwort bekommen die anderen 1 Punkt. Und ja, wir fangen an. Ihr dürft buzzern. Wie heißt der meist abonnierte deutsche YouTube-Kanal? Scheiße. Ja. Ramen. Ich hoffe, ist das in a nutshell? Nein. Was sagst du, in a nutshell ist falsch. Ja, also kurz gesagt in a nutshell, nicht? Okay. Okay, deutsche YouTube-Kanal ist dann natürlich immer so ein bisschen eine Frage, ne? Hat die auch ich hab da letztens noch was gesehen, 19 Millionen Abonnenten, glaube ich. Das war nicht der Kinderkanal, ne? Nee. Der hatte schon echt viele. Ja. Kontor ist, glaube ich, schon. Ich sag mal, 5. 19 Millionen Abonnenten hast du gesagt? Ja. Ach du Scheiße. Okay, keine Ahnung. Ich sag mal so 5, 4, 3, 2, 1. Die Freekickers, oder? Vorbei. Es ist Härtetest. Das ist der Kanal, der mit dem Auto über 1000 Sachen fährt. Hallo. Irgendwann da haben wir hat mal mich das schon mal überrascht. Ja, auf jeden Fall. Da hat Christian irgendwann uns mal gesagt, so, hey, hier, guck mal, da gibt's einen Dude, der nur über Sachen fährt. Ach, verdammt. Ja. Welcher deutsche YouTube-Kanal hat denn die meisten Video-Views? Sepp. Gronkh. Das ist falsch. Fuck! Also mir reicht circa, ne, wenn das nicht genau die gesamte Name, weißt du, wir heißen ja Pete Smitty, wenn Pete Smeet genannt wird, wird mir das auch reichen, ja. Also ich auf jeden Fall zuordnen. Weniger als Erik. Oder wenn jetzt einer Pete Smeet TV sagt oder sowas, keine Ahnung. Alter, ich habe keine Ahnung, Junge. So ein Palle? Ja, das sind halt so Statistiksachen, das wird doch weniger werden, keine Angst. Okay. Ja, bringt mir aber jetzt auch nichts. Das bringt euch jetzt auch nichts. Probier mal was. Ja. Härtetest. Aber den gibt's noch nicht so lange, Peter. Smarter Peter, falscher Peter. Schade. Den gibt's noch nicht so lange, den Kanal. Ist ja auch kein Problem. Es sind ja noch 48 Fragen im Zweifel offen. Ich sag mal 5, 4, 3, 2, 1. Kontor TV. Ach, es war doch Kontor. Ah, okay. Es ist Kontor. Genau, Kontor.tv. Mir hätte Kontor auch gereicht in dem Fall. Ja, im Oktober 2012 startete ein Kanal, welcher der erste YouTube Original Kanal in Deutschland war. Oh. Brammen? Pong? Was? Pong? Pong? Also, wie hieß Pong. Dieser? Pong! Ist korrekt. Scheiße, was war denn Scheiße. Pong? Der war immer schneller als ich. Der erste Original YouTube Kanal. Pong! Mit den Ape Crime und. Richtig. Okay. Oh, wer war denn noch dabei? War da nicht auch, Joyce Melina, Ilk war mit dabei. Oder? Melina? Okay, ich hab keine Ahnung. Okay, ich dachte, ich weiß es nicht, ist auch egal. Wer führte denn 2015 unter dem Hashtag Netz fragt Merkel ein Interview mit der... Fuck! Floyd. Sebastian, das ist korrekt. Nee, ja. Nicht Sebastian. Wichtige Worte. Unter welchem Namen ist Katrin Fricke auf YouTube bekannt? Boah. Brammen. Katja Krasavice. Habe ich auch gerade kurz drüber nachgedacht. Boah, stark. Falsch. Aber die heißt die wahrscheinlich heißt wirklich so. Kennt Katrin ihr alle? Fricke? Katrin Fricke. Also ich denke mal, ich hoffe, ich... Ich tippe mal, es so ist nicht Melina Sophie. Das ist nicht Jodie Calussi. Bibi Fricke. Ist auch nicht, oder? Dagi? Keine Ahnung. Also heißen die, nee, die heißen ja in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht Bibi, ne? Ich habe keine Ahnung, wie die richtig heißen. So, Peter, Bibi oder Dagi? Oh, Peter. Dagi.
Du meinst Dagi B? Dagi B, Entschuldigung. Dagi B heißt doch Dagmar. Das ist falsch. Bibi. Oh, Sepp. Bibi's Beauty Palace. Heißt Bianca. Das ist Bianca, Heineke. Ach komm, ey, fickt euch alle. Ich weiß aber nicht, wer Katrin Fricke ist, aber hey. Ist ja auch kein Problem, ich gebe euch noch 5, 4, 3, 2, 1, vorbei, Zeit und das wäre Cold Mirror gewesen. Oh ja, stimmt. Jetzt wo du jetzt sagst, erinnere ich mich an den Namen. Nee, aber jetzt kann ich ihn noch zuordnen. Okay. Hätte ich wissen können. Laut Kanalinfo besteht das Team Pizmeet aus 5 Spieleverrückten. Ja, Peter? Aus 5 Spieleverrückten Teilzeitbekloppten. Ah, das war sehr gut, einfach. Peter. Das hat Peter selber geschrieben, das ist unfair. Schade, das ist korrekt. Ich dachte tatsächlich, dass der Satz danach kommt. Ihr dürft jetzt eintippen. Okay. Ich würde gerne 4 YouTuber von euch hören, die 2015 bei der TV Total VOG WM im Vierer VOG für das Team Worldwide VOG antraten. 4 Namen, wenn ihr mir 5 nennt, ist okay, dann gibt's halt einen Minuspunkt. Wenn ihr mir nur 4 nennt, ist mir das egal, dann kriegt ihr für jede richtige Antwort einen Punkt. Für jede falsche dann nicht. Also wenn ihr mir mehr nennt, dann gibt's halt Minuspunkte. Aber 4 könnt ihr auf jeden Fall rein nennen. Das Team hieß Worldwide. Worldwide VOG. Kriege ich denn einen Minuspunkt, wenn ich bei den 4 einen falsch habe? Nein. Nee. Okay. Dann macht es ja nur Sinn, auf jeden Fall 4 zu schreiben. Das würde ich mir wünschen, dass ihr mir da 4 schreibt. Was? Habe ich dir 4 geschrieben? 2015, da habe ich die VOG-WM noch geguckt. Das habe ich mir sogar damals angeguckt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe das auch gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung. Wer wird sich denn für so einen Schabernack bereit erklären? Ich würde gerne YouTuber nennen, also genannt haben, die ich halt fest zuordnen kann. Ihr könnt jetzt nicht Pizmeet schreiben, das sind 5 Leute. Als ob. Also nennt dann Jay von Pizmeet. Ja, sicher. Macht ja sonst keinen Scheiße, Sinn. Scheiße, das ist doch der Dicke von denen. Der macht doch da, der passt doch da gar nicht rein. Oh ne, warte mal, ich habe noch eine gute Idee. Egal. Ich weiß aber nicht, wie die heißen von der Anscheinung. Ja, ich weiß auch nicht, wie die heißen. Ey, ich hab da einfach mal. So. Und. Ja, wenn ihr mir das. Wenn ihr schreibt Jay von Pizmeet, dann wird mir das reichen. Damit ich das halt zuordnen kann. Ja, wenn ihr mir einfach nur einen Namen hinschreibt. Erik. Ja, das. Ja, wird mir nicht reichen. Das will ich halt zuordnen nur eine Frau. Können. Weil Erik kann jeder auch heißen. Also Erik Gronk, meinetwegen. Okay, hab ich. Hab's geschafft. Okay. Keine Ahnung, was schreibe ich noch hin? Einer fehlt doch bei Sepp. Oder eine. Okay. Okay. So. Dann haben wir bei Peter, Dena, Joyce. Ich gehe mal von Joyce Ilk jetzt aus. Ich kenne auch nur die eine Joyce auf YouTube. Phil Laude und Dagi B. Brammen sagt Kelly, Mrs. Vlog, LeFloid, Dena und Saraza. Und Sebastian sagt Felix, VDL, also von der Laden, Cengiz, ich denke von Ape Crime. Ja, ist das der etwas korpulentere? Ja. Nicht mehr, der hat Fett abgenommen. LeFloid und Joyce. Ja, damals. Ey, sag mal so. Dabei war Felix von der Laden. Das war's. Das heißt. Das hat, glaube ich, schon mal jeder von euch. Dabei war auch LeFloid. Dammit. Oh, nice. Das war und Kelly, aka Mrs. Vlog, war dabei. Nice. Und Saraza, das ist die volle Punktzahl. Alter, Bram. Bram habe ich instant gechippt. Punkte. Krass. Das stimmt, das hat er schon relativ lange. Bram, Peter bekommt einen Punkt. Und ich habe nur bei Kelly habe ich noch Mrs. Vlog dahinter geschrieben, weil ich wusste nicht, ob es eine zweite Kelly gibt. Ist ja okay. Maike Kelly ja, oder so. So, dann kann es halt egal. Frage 8. Wer hat folgenden Satz auf dem Kanalbanner stehen? Ach du Scheiße. Gaming, Cringe und Cosplay mit Herz und Hufen. Ach komm. Peter. Gnu. Ja. Ehemals Bing. Saftiges. Korrekt. So. Wäre da nicht richtig, dann ehemals saftiges Gnu? Oder sagt man dann nur das, was weggefallen ist? Nee, man sagt schon das Komplette, aber ich war faul. Okay.
Jetzt nenne ich euch vier YouTube-Kanäle. Okay. Und die müsst ihr nach Abonnenten ordnen. Ja, ich möchte okay. als erstes, also auch tippen. Ja. Ich möchte den mit den meisten Abonnenten an erster Stelle haben. Okay. Die YouTube-Kanäle sind Dalukat, Reefed, Maxim und Kalle. Oh, das ist schwierig. Dalukat, Reefed, Maxim und Kalle. Das ist richtig schwierig, weil ich kenne Reefs YouTube-Channel nicht mal. Ich auch nicht. Der ist die Frage, mit den hat meisten, die einen? Ja, genau, oder lädt die da einfach nur die Stream-Sachen hoch? Der mit den meisten Abonnenten bitte zuerst und dann mit den wenigsten zuletzt. Hauptkanäle sprechen wir wahrscheinlich von, ne? Ja. Gehe ich von aus, ja. Boah, das kann ich ganz schlecht einschätzen. Das finde ich super schwierig. Das sind doch alle Streamer mittlerweile. Er bekommt alles für jeden richtige Zuordnung einen Punkt. Kann er nicht. Für eine falsche Maxim Zuordnung gibt es keinen... Maxim streamt fast jeden Tag, oder nicht? Ja, aber der macht auch jeden Tag ein YouTube-Video. Ah, okay. Seid ihr bereit? Seid ihr durch? Ja. Habt ihr geordnet? Ich bin bereit. Okay. Dann haben wir Peter sagt, Dalu ist der Größte vor Maxim, vor Kalle, vor Reefed. Brammen sagt, Maxim ist der Größte vor Reefed, vor Dalu, vor Kalle. Und Sepp sagt, Reefed ist der größte Kanal. Dalukat, Maxim und Kalle. Also es sind gut bunt durchgemischt. Nichts ist an gleicher Stelle hier. Wir fangen mal an. Kalle ist der kleinste Kanal. Yes, ja, Punkt. Mit 457.000 Abonnenten zu dem Zeitpunkt. Dann kommt Dalukat mit 481.000 Abonnenten. Ach du Scheiße. Dann kommt Reefed mit 519.000 Abonnenten und Maxim mit 647.000 Abonnenten hat die meisten. Also Bram gönnt sich nochmal 1, 2, 3, 4 Punkte. Ich hab 0. Peter hat 0 und Sepp hat einen Kalle und das war's richtig. Ne? Ja, genau. Ich wusste, dass Dalu immer noch nicht die halbe Mio geknackt hat. Ja, das bringt mir auch nichts, wenn ich von allen anderen nicht weiß, wie viel die haben. Das ist so. Absolut korrekt. Ja, gut. Frage 10. Welcher deutschsprachige YouTube-Kanal knackte als erster die 5 Millionen Abonnenten-Marke? Sepp. Das müsste FreeKickers sein. Korrekt. Au, oh, krass, Alter. Holy shit. Ja. Frage 11. Ein blau-schwarz gestreifter Pullover und eine weiße Maske. Ja, Peter? Oh Gott, gefährlich. Ich sag German Let's Play. Ach du Scheiße. Ja, sind das richtig. Markenzeichen welches YouTubers? German Let's Play. Hast aber schnell gegessen. Ja. Wenn das jetzt heute wäre, wäre das was ganz anderes. Mhm. Ja, wäre es nämlich dieses VTube-Ding, was er jetzt hat. Ja. Frage Nummer 12. Let's Learn LOL. Shaco Jungle Guide ist der Titel des ersten Videos, welches YouTube was? Hand of Blood. Das ist korrekt. Schätzfrage. Wie lange brauchten Ung und Co., um bei der Longboard-Tour 2014 von Sylt nach Schloss Neuschwanstein zu gelangen? Wie viele Tage? Ich möchte Tage haben als, Fertig. Easy. Einheit. Das weiß man ja wohl. Ja, auf jeden. Wer am nächsten dran ist, bekommt 3 Points. Wie lange brauchten Ung und Co., ich sag noch nicht, wer dabei ist, vielleicht ist das ja noch eine Frage später, bei ihrer Longboard-Tour 2014 von Sylt nach Schloss Neuschwanstein zu gelangen. Keine Ahnung. Achso, wie lange brauchen die? Viele Tage. Ihr seid eingetragen? Ihr habt eingetragen? Ja. Okay. Peter sagt 17. 17 Tage? Bram sagt 64. Ja, 17 Tage. Und Sepp sagt 225 Tage. Ich dachte, die waren schnell. Ich dachte, die waren fast ein Jahr unterwegs. Oh. Aber Peter, mein Wissen ist genauso fundiert wie deins. Ja. Nämlich absolut ein Gefühl. Ich glaube, die waren 2 Monate unterwegs. Wir üben mal kurz Kopfrechnen. Die richtige Antwort sind 40 Tage. Nice. Sind 24 zu mir.
Aber nur 23 und? Bis zu Peter. Korrekt, Peter bekommt 3 Punkte. Deswegen habe ich mich ja nicht gefreut. Ich dachte, naja, Bram ist eh näher dran. Nee, 40 Tage haben sie genau gebraucht. Ich dachte, okay, die waren so unfassbar lange unterwegs. Geil, 3 Points. Das sind dann nur 800 Kilometer. Ja, trotzdem, ich dachte, die haben unterwegs, also die waren einfach lange weg und haben die ganze Zeit Videos geballert. Nein. Wie heißt der Kanal von Gronkh und Sarrazar, auf dem sie damals... Die Superhomies. Ja. Das ist korrekt, Bram. Krass. Frage 15. Wie heißt der 2006 gegründete Kanal mit dem Slogan Still Making Movies Since 2004? Der aus weit über 10 Mitgliedern bestand und dessen Gründer heute hauptsächlich Meerschweinchen-Videos veröffentlicht. What? Rocket Beans. Sepp. What? Okay, der Gründer macht hauptsächlich Meerschweinchen-Videos. Keine Ahnung. Nein. Ich muss es tryen. Ja, kann ich ja verstehen. Soll ich die Frage nochmal vorlesen oder hilft sie euch nicht? Ich bin raus, ich antworte nicht. Hilft mir auch nicht, weil ich habe keine Ahnung. 10 Gründungsleute ist irgendwie... Genau, da war ich dann schon raus. Dann schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Wer? Es war Apple War Pictures, beziehungsweise Apple War. Kann ich nicht. Mhm. Appleboy ist lecker. Appleboy, genau. Jetzt kommt nochmal die Frage, in welchem Jahr wurde denn YouTube gegründet? Scheiße, Peter. Das ist immer wieder falsch und richtig. Ich sage 2006. Das ist in dem Fall falsch. Das ist nicht so simpel, Peter. Peter, Bram. Ich sag 2008. Das ist auch nicht richtig. Okay, komm. Bram. 2007. Das ist nicht richtig. Fuck. Peter. 2005. Das ist korrekt. Der eine Kanal war ja schon von 2006. Das heißt, 7 und 8 konnte eigentlich nicht sein, oder? Ja, stimmt. Scheiße. Bevor Julian Bam mit seinem gleichnamigen Kanal durchstartete, betrieb er zusammen mit 2 Kollegen einen Kurzfilmkanal, der wie hieß? Oh, shit. Das weiß ich nicht. Kannst du von meiner Seite auch schnell runterzählen? Weiß ich gar nicht. Bamse, Bimse, Bumse. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hieß die so. Du kannst auch gerne klicken und Bamse, Bimse, Bumse sagen. Nee, sag ich nicht. Nee. Oder Bimse, Bamse, Bumse. Wenn Christian das jetzt gesagt hätte, hätte ich gedrückt, by the way. Ja, hat nämlich schon oft. Ich weiß noch, wie er das quasi beendet hat, weil das halt nicht nachhaltig im Sinne von, das hat halt nicht genug Kohle gegeben für den Arbeitsaufwand. Scheiße, wieso komme ich nicht drauf? Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß. Ich habe ihn sogar abonniert bei mir. Bamse, Bimse, Bumse hieß der. Ja, vielleicht. Ich glaube, so hieß 4, der. 4, 3, 2, 1, vorbei. Juba Films oder Juba Films. Okay, nee, dann wäre es gewesen. Wenn du das sagst, der hätte genauso gut auf Bamse, Bimse, Bumse heißen. Ja. Das ist aber ein alter, oder? Nicht, ja. Da liefen jetzt nicht die letzten drauf. Kann sein, dass das ein alter war. Okay. Frage Nummer 18. Das Intro welches YouTubers beginnt mit den Worten? Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. Rammen. Mr. Trashpack. Ja. YouTube News mit Mr. Trashpack. Korrekt. Als ob, Alter, gibt's das noch? Der ist im Radio gewesen. Bei Big FM macht der so YouTube News. Also eine Zeit lang ist jetzt auch lange her. Auf Instagram ist der aktuell auch. Der hat da so ein Format mit kuriose Fakten und so Geschichten. Alternative. Das ist ganz cool. Nein, nicht Alternative. Der ist kein Schwurbler. Zumindest nicht da außen hin. Okay. Sondern so, es gibt einen Ort, der heißt Pissen, weißt du, und einen, der heißt Scheißen. So Geschichten. Und, ja. In den USA darfst du irgendwie einen Kamel nicht aus dem zweiten Stock erschießen. So Trivia. Okay. 2016 startete auf YouTube eine in Wuppertal spielende... Christian wird sich freuen. Wuppertal spielende Mystery-Webserie, in welcher es um eine geheimnisvolle App geht, welche einem jeden Wunsch erfüllt. Allerdings nicht ohne Gegenleistung. Wie heißt diese Serie? Haben wir davon mal ein React gemacht? Ist das so eine richtig trashig produzierte Scheiße von einem Kanal? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es nicht. Sagt mir als Moderator hier gar nichts. Ich kann nur die Antwort vorlesen. Ich bin auch raus. Okay, ich bin auch raus. Gut, dann schließe ich die Frage. Es wäre Wishlist gewesen. Alles klar. Habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Nicht. Schätzfrage. Wie viele Euro kamen bisher bei allen Friendly Fire Streams inklusive des Friendly Distancing an Scheiße. Zuschauerspenden zusammen? Scheiße. Natürlich jetzt die Frage, ob das so ein YouTube-Quiz ist, aber die kommen ja auch auf YouTube und das sind ja eigentlich ursprünglich YouTuber. Aber ich glaube, wir streamen es eigentlich hauptsächlich nur auf Twitch. Das habe ich in meinem Leben schon mehrfach ausgerechnet. Meinst ja, du, ich glaube, ich auch. Also zumindest auch schon. Also gehört. Ich hoffe jetzt, dass das hier zusammengerechnet ist, aber ja, ihr müsst schätzen und ja. Wer am nächsten dran ist, der bekommt einen Point. Das muss dann logischerweise wegfallen, sonst macht das gar keinen Sinn. So. Ja, ein Euro. Weil ja gefragt wurde, wie viel Euro. Ah. Ein Hardcore hat gar nicht mehr, wie schnell wir dann quasi. Wie häufig hat das Shit? Okay. Also. 3 Punkte für die richtige Antwort. Frage 20 hier an der Stelle. Achso, die anderen brauchen noch, okay. Ja, Peter und Sepp haben noch nicht eingegeben. Die rechnen gerade noch. Ja, ich schätze. Das dauert mir jetzt zu lange, mir jetzt jedes Einzelne nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Okay. Seid ihr bereit? Seid ihr durch? Seid ihr zufrieden? Ja, wird schon passen. Ich hab Dreck geschätzt. Oh, warte mal. Fuck. Oh, Sepp, möchtest du noch ändern? Hättest du mal nicht geändert. Doch, ich glaube schon. Ich habe mich, glaube ich, verrechnet. Jetzt zufrieden? Ja, bestimmt. Okay. Brammen sagt 3.158.000 Euro. Okay, habe ich mich hart verrechnet? Peter sagt 3.400.000 Euro. Sebastian sagt 5.450.000 Euro. Wie weit hast du da vorne stehen, Sepp? 4,8. Wäre näher dran. Ich glaube, 5 Millionen haben wir nicht geknackt. Hätte Sepp das mal nicht abgeändert. Oh nein, wirklich? Dann wärst du näher dran gewesen. Du kriegst trotzdem den Punkt. Ah. Es sind 4.989.414 Euro. Ah, okay, dann war ich noch im richtigen Bereich. Nice. Holy shit. Das ist krass. Wir sind fast bei 5. Wir werden die 5 Millionen dieses Jahr knacken. Da gehe ich fest von aus. Kohle. Oh, ist das da aufgeschlüsselt auf die einzelnen Friendly Fires? Nee, okay, ich kann dir ungefähr sagen, Friendly Fire 1, 2 und 3 müssten zusammen so eine Million sein. Das waren 100.000, 300 und 600, glaube ich. Dann Friendly Fire 4 war dann die Million. Dann bist du bei 2 Millionen. Friendly Fire 5 waren 1,2 oder 1,3 Millionen. Glaub ich, ein bisschen weniger bei deiner Rechnung. Was? Jetzt kommst du ja nicht auf die 4,9. Passt aber. Du warst sehr gut. Also die 4,8 dachte ich so, alter Chapeau. Und dann hast du nochmal geändert. Also, ja, nicht schlecht. Frage Nummer 21. Welcher Berliner YouTuber ist dafür bekannt, dass er oft auf den Kanälen anderer YouTuber oder auf Gemeinschaftskanälen zu sehen war, beziehungsweise... Brammen? Okay, ich hoffe einfach mal. Es ist David Hein. Oh. Das ist falsch. Okay, dann habe ich direkt den zweiten. Das Frodo-Apparat. Ja, das ist korrekt. Okay, ich war mir bei beiden nicht sicher, aber ich habe direkt durchgeklickt. Zu sehen war, jedoch auf seinem eigenen Kanal so gut wie niemals Videos hochgeladen hat. Frage Nummer 22. Welche Insel ist momentan das Auswanderungsziel? Ach, fuck, Alter. Nummer 1 vieler YouTuber. Ich hoffe einfach mal, dass Madeira jetzt ist. Das ist korrekt. Bitte. Frage Nummer 23. Welches YouTuber-Duo, das sich vorwiegend auf Videos zu filmen und... Ach Gott. Jay und Ari. Okay. Ja. Krass. Zumindest welches YouTuber-Duo... Wir haben ihn gerade noch getroffen. Ja, das sich vorwiegend auf Videos zu filmen und Serien spezialisiert ist unter dem Namen Lee... Ist das richtig geschrieben? Legendaria Films? Ja. Also mit zwei E's? Okay. Ja, das kann sein. Bekannt, ja. Jay und Aria. Korrekt. Peter, wir sollten uns zusammentun. Dann würden wir noch führen. Deshalb. Welche beiden YouTuber sind Namensgeber des Kanals Dr. Freud?
Ach komm. Brabben. Livloyd und Frodo Apparat. Korrekt. Frage Nummer 25. In welchen... Was? Ah. Oh. Oh. Eintippen. Okay, ja. Eintippen. Drei Antworten möchte ich haben. Ja. Also, okay. Beziehungsweise ihr könnt auch mehr nennen, aber dann gibt es Minuspunkte für eine falsche. In welchen Jahren war Gronkh der meist abonnierte Kanal Deutschlands? Ich möchte drei Jahreszahlen von euch haben. Also nicht Jahreszahlen, doch drei Jahreszahlen. Drei Jahre. Und ja. Da reicht ein Monat theoretisch aus, wo er halt meist abonniert war. Drei Jahre gibt 1900. Es. 1900. Ja. Das ist auch ein absolutes Basiswissen, wa? Peter? Absolut. Ja. Muss aber nicht. Also wenn Sepp das nicht weiß, dann ist schon peinlich. Wie weit lang ist das denn jetzt her? Wie mache ich das denn jetzt? Ich teile das ein bisschen auf, dann kriege ich mehr Punkte. Ja, mehr Punkte kriegst du, wenn du alle drei richtig machst einfach. Ja, nee, und da ich ja keine Basis- Ahnung hab. Ja, aber das ist ja Basiswissen, deswegen weißt du halt ja. Ja, nee, weil ich. Das macht eigentlich keinen Sinn, das muss ja schon hintereinander eigentlich sein, ne? Warte, dann macht das nicht so viel Sinn. Ich bin ja die ganze Zeit am struggeln, ehrlich gesagt. Ich bin auch mega am struggeln hier. Weißt du, ihr macht euch da voll den Kopf drum. Ich habe bei allen diesen Fragen einfach immer das Erste hingeschrieben, hat mir den Kopf. Ja, aber du weißt es halt auch immer. Das stimmt. Bram hat da, also in den Tipperfragen ist Bram der Gott aktuell. So, also und du weißt halt, dass Kelly damit gefahren ist. Da nee, ich habe da einfach gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin weder noch mal. Ja, bla. Ja. Als ob du alle richtig tippst, indem du einfach alle vier geraten hast. Nee, das, was mein Bauch mir sagt. Mein Bauch ist groß. Ja, siehst du meiner nicht, das habe ich schon einen Nachteil. Okay, und musst du mehr essen, mein Junge. Voll mit Quatsch. Mama hat immer schon gesagt, musst du aufessen, mein Junge, sonst gibt es morgen Regenwetter, ja? Ja, habe ich immer. Ihr seid zufrieden? Ja, ja, ja. Also ich ja bin fertig. Ja, nein. Okay. Ja, fertig, ab dafür. Gut, dann Peters Antwort ist 2012, 2013, 2014. Peter, Brams Antwort ist 2016, 2017, 2018. Und Sepp ist die Mitte, sagt 2015, 2016, 2017. Also ich erinnere mich, dass er das Battle mit Bibi hatte. Aber gab es da nicht schon Kanäle wie Kontor und so, die eigentlich schon genau, mehr die Abonnenten waren hatten? Eh schon größer. Deswegen bin ich weg von den späteren Jahren hin zu den jüngeren Jahren. Also noch aber da war Kontor also schon riesig, ne? Da war ja, aber Kontor vielleicht war Kontor erst groß. Später bei Social Blade in der Kategorie Deutschland, weißt du? Ja, das kann natürlich sein, wenn dann solche Sachen dazu kommen. Ja, gut. Weil Free Kickers zum Beispiel war doch mal, hier kurz gesagt, war doch mal Amerikaner oder Englisch oder so und ist das dann bei Deutschland einsortiert worden. Ja. War der größte, weil es Deutsche waren, obwohl die englischen Content machen. Erik war der meistabonnierte Kanal Deutschlands vom Juli 2014 bis Mai 2016. Yes! Zwei Punkte. Und damit ist es 2014, 2015, 2016. Immerhin ein Pünktchen noch. Das bedeutet, ein Punkt für Peter, jo. Ein Punkt für Brammen, zwei Punkte für Sepp. Okay. Wir haben jetzt die Hälfte der Fragen durch. Es steht aktuell 22 Punkte Sepp, 25 Punkte Peter, 39 Punkte Brammen. Ist noch alles offen. Brammen dürfte aber nicht zu sehr gehen lassen. Frage Nummer 26. Unter welchen Namen waren André, Jan und Cengiz auf? Ach. Ape Crime. Peter? Korrekt. Ich vorhin noch verraten. Ich habe gerade Lette so. Bei meiner Maus auf die schneller und langsamer Taste gedrückt, als auf die linke bitter. Maustaste. Also das für die DP-Einstellung. Das ist echt bitter gewesen. Aber vielleicht klickst du jetzt schneller oder langsamer. Für welches Video gewann Rezo 2019 den Special? Sepp? Die Zerstörung, oh verdammt. Zerstörung der Union? Reicht mir. Okay, das ist relativ. Die Zerstörung der CDU wäre das Ding gewesen. Okay. Aber als ob das 2019 war. War das nicht letztes 2019 Jahr? 2019 Special Award. Wo sind wir denn auf die Straße gegangen? Das ist ja schon Goldene lange her. Goldene Kamera Digital Award.
Good point. Milch ist? Ah! Immer noch weiß. Gift. Schade. Peter hat so laut geschrien, ich glaube, meine Antwort konnte man nicht hören. Den konnte man auch echt nicht hören. Alles gut. 29. Am 7.3.2021 erfüllte sich Varian einen langen Traum, in dem er ein Video veröffentlichte, in dem wer einen Gast auf... Rammen? Kevin James. Fuck. Korrekt. Cool. Ist ja nice. Kevin James hat das Video ist auch echt cool, weil die beiden sich einfach gegenseitig ignorieren. Das ist super gut gedreht. Frage Nummer 30. Seit welchem Jahr gibt es das YouTube-Partnerprogramm in Deutschland? Da sehe ich euch. YouTube-Partnerprogramm, das ist. Okay. 2012. Ja, no. Scheiße, Fixer. Peter. Ja, also ist halt die Frage, ob sie es umbenannt haben. Aber wir konnten das erste Mal mit YouTube Geld verdienen 2011. Oh, Peter. Oh, Peter. Dann würde ich sagen 2010. 2013. Ich probier's auch mal an. Heißt bestimmt heute einfach nur anders, ich weiß. Oh, von Anfang an meinst du? Oder gab's das vor YouTube? Nee, das hat halt YouTube... YouTube-Partnerprogramm vor YouTube? Ja. Nein, also das YouTube-Partnerprogramm, das hat vielleicht erst... Vielleicht kam das sogar 2020, weißt du, und davor hieß halt einfach YouTube-Shares oder so ein Scheiß. Oder YouTube-AdSense. Ich ihr könnt auch noch klicken, ihr müsst aber auch nicht, Peter. 2,8. Streiche noch ein bisschen, Sammy. Ach komm, als ob. Nein. Ja, okay, so viele Jahre gab es jetzt ja dann auch nicht mehr. Das ist absolut richtig. Das hat sich aber natürlich von den Funktionen her gewandelt. Also das YouTube-Partnerprogramm ist nicht immer das gleiche gewesen. Aber 2,8 zum Beispiel konnte man damit dann längere Videos veröffentlichen und dann eigene Thumbnails festlegen, glaube ich. Das ist korrekt. Nice. 2017 startete erstmals das PUBG-Turnier Baal. Für was ist Baal die Abkürzung? Oh shit. Wenn du das wüsste. Wir sind durch, dass das oh shit. Logo ist. Not even close. Bananen am äußersten Limit. Knapp. Aber diesmal kann ich es nicht durchgehen lassen. Nee, das verstehe ich. Aber war knapp dran, ne? Ja, keine schon. Ahnung. Ich habe auch gar keine Ahnung. Dann schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Battleground All-Stars. Okay. Macht Sinn. Ah, okay. Ihr könnt jetzt 7 Punkte kriegen. Okay. Ach du Scheiße. Ah. Nenne die ihr müsst eintippen. Okay. Nenne die 7 Gastmitspieler, die 2018 an Pete's Meets Super Mario Tennis Aces All-Stars Turnier teilnahmen. Was? Pro richtigen Namen gibt es einen Punkt. Wann war das? Nenne die 7 Gastmitspieler, die 2018 an Pete's Meets Super Mario Tennis Aces All-Stars Turnier teilnahmen. Wir haben ein Super Mario Tennis Turnier gemacht? Ja. Anscheinend. Wir hatten eins. Wetten, du warst dabei, Peter? Ich weiß auch schon, wen ich besiegt habe. Danke. Ich glaube, ich war nicht dabei. 7 Gäste? Da waren auf jeden Fall... Passt ja niemals da rein. Da waren 7 Gäste bei. Genau, die nicht zum Kanal Pete's Meets gehören. Oder nicht zu Pete's Meets gehören, sagen wir mal so. Alter, ich kann mich nicht daran erinnern. Nein, Alexa, mit dir habe ich nicht geredet. 7 okay, Stück. 7, okay. Für natürlich, wie kennt das, falscher Name gibt keinen Minuspunkt. Ja, ja, das heißt, ich muss jetzt die 7 Namen hinsetzen. Ja, das wird wahrscheinlich eng. Ja, wahrscheinlich. Alter, Alexa. Welchem Alexa? Jahr war das nochmal? Wie bitte? 2018. 2018. Ist jetzt Super Mario Jahr. Tennis Aces All-Stars Turnier. Tja, wer ist... Wem haben wir denn 2018 viel gemacht? Keine Ahnung. Stopp! Oh, Sammy, hast du dich auch... Aus! Ich erschrocken.
Tja. 1, 2, 3, 4, 5. Es wird hart überlegt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, ob ich mich halt mit meinem ersten ficke. Ja, warum? Wie immer sind es keine Gruppierungen, sondern einzelne Personen. Natürlich, es sind YouTuber. Also ich würde wieder Jay von Pizmeet haben. Vielleicht hilft dir das. Da habe ich mal ganz kurz meine Antworten geändert und muss noch eine ändern. Bin ein bisschen hardcore verwirrt. Boah, Alter. Da, ja. Das wird aber auch hart. Eng. Ich hab schon abgekürzt. Ja, ja, ich sehe das schon. Mal gucken, wie das dann mit der Einblendung wird. Im Zweifel überlappt das jetzt hier gerade ein bisschen. Ich lese das aber gleich nochmal vor. Ja, ich würde sagen, ihr habt noch 10 Sekunden Zeit. Ja, okay, fair. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Vorbei. Will jetzt nichts mehr ändern. Ich kann mich da absolut überhaupt nicht. Sepp hat noch geändert, hab ich genau gesehen. Nein, er hat nur einen kleiner gemacht. Er hat leider Gronkh reingeschrieben. Nein, er hat es nur kleiner gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Ich kann es auch nicht sehen. Guckst du dir hier mal eine Lösung an oder was? Ja, ja, ja. Okay, so. Peter hat gesagt: Dalu, Dadosh, Chinendo, Sarazadena, Hopp und Maxim. Das glaube ich halt nicht, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Brammen sagt: Paulster, LeFloid, Olli, Annie the Duck, Lara Loft, Fischkopf und Rick von den Space Frogs. Sepp sagt: Dalukat, Dadosh, Domtendo, Sven, Dena, GLP und Lara. Wenn ich das alles richtig sehe, habt ihr alle 7 auch nur. Das heißt, keine Minuspunkte schon mal für euch. Glücklich. Sieben dabei war schon schwierig. War Dalukat. Okay. Musician. Das war der Self-Point. What? Ach du Scheiße. Kapuzenwurm. Ach du Scheiße. Herr Currywurst. Tobinator. Oh nein. Fischkopf und Gork. Oh. Geil. Damit haben ihr einen Punkt für Dalu und ich einen Punkt für Fischi. Ende. Ja, also, nice. Ja. Bei also 7. Peter bekommt einen Dalu-Punkt, wenn ich das richtig sehe. Bram bekommt einen Fischkopf-Punkt. Und Sepp bekommt einen Dalukat-Punkt. Ja, sehr gut. Ein Punkt für ihn. Ja, bei 7 möglichen Easy Snack. Kann das sein, dass von uns auch nur einer teilgenommen hat und dann quasi 8 Teilnehmer waren? Nee, 3 müsste dann teilgenommen haben, mindestens von uns. Da waren mehr. Ich sag einfach mal, ich war nicht dabei. Mhm. 2016 startete Moondice 7 eine Arma 3 Server ein Arma 3 Server Event, bei dem es storytechnisch um Roleplay in einem bestimmten Spieleuniversum ging. In welchem? Stalker. What? Correct. Ja, das konntest du nicht wissen und ich auch nicht, selbst ist okay. Klar hättet ihr das wissen können, wenn ihr das mitbekommen hättet, wenn ich das damals hochgeladen habe. Ah. Aber deine Ausrede, ja, bei Mario, die exakt dieselbe ist. Ich hab nicht gesagt, dass ich das nicht wissen kann. Ich hab nur gesagt, ich war nicht dabei. Jetzt möchte ich das ohne Tippen haben, aber es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten und ihr könnt mir die auch nennen. Pro richtige Antwortmöglichkeit gibt es aber nur einen Punkt. Okay. Darf ich auch mehrere falschen, in einem Klicken sagen? Ja. Aber es gibt auch einen Minuspunkt. Für den Falschen. Für den Falschen. Na, okay. Also wenn du mir jetzt... Ne? Pass du auf. Musst aber 7 Stück dann auch nennen oder darfst du nur einen nennen? Nein, du kannst nur einen nennen, bis ihr nicht mehr wollt. Okay. Und für den erst dürft nicht doppelt nennen, logischerweise. Ja. Da gibt's einen Minuspunkt. Okay. Okay. Welche 10 YouTuber treten in der ersten Staffel der 2014 startenden YouTube-Animationsserie? Schon scheiße. Peter. Kelly Mrs. Vlog. Mehr oder nicht? Also Julian Bam. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Die beiden. Okay. Dann bekommst du für Kelly einen Punkt und für Julian Bam einen Minuspunkt. Geil.
Cool. Ich gebe den Buzzer. Ah, danke schön, Jonathan. Du gibst den Buzzer frei. Hey, hey, wir hatten beide die gleiche Chance, ja? Okay. Nee, ja, okay. Ich hab die ganze Zeit geklickt, Bramen, ja? Ich Bramen, sag nur Unge. Du sagst Unge und das ist falsch. Okay, ich sag gar nichts mehr. Scheiße, Moment, es gibt einen Pluspunkt ja für die anderen. Das habe ich vergessen. Ah ja. Gerade zum Einzumachen. Und für Unge gibt es einen Minuspunkt für alle anderen. Und ich gebe frei. Ja. Und ich würde die Frage auch gern sonst auch weiterlesen. Ja, stell das mal zu Ende. Ich warte noch ein bisschen. Okay. Welche 10 YouTuber treten in der ersten Staffel der 2014 startenden YouTube-Animationsserie Tube Clash von Dark Victory in 2 Teams gegeneinander an? Sebastian. Bibi und Dagi. Bibi und Dagi sind beide nicht dabei. Oh shit. Aber ich kenne einen. Und der, den wir heute schon ganz aufgenommen haben, weil der überall irgendwie dabei war, geführt. LeFloid war dabei. LeFloid ist der zweite Richtige. Ich habe keine Lust mehr. Oh. Und ich gebe frei. Ja, Peter? Also entweder in der ersten oder zweiten Staffel war auf jeden Fall Gronkh dabei. Ich sag, der war direkt in der ersten Staffel dabei. Das ist korrekt. Gibt einen Punkt, der dritte ist genannt. Ey, ihr müsstet ja, aber auch, ihr müsst ja, ihr könnt auch, ich geb frei. Ich bin durch. Tja. Wer war noch? Ich lasse euch noch. Weiß auf jeden Fall, dass ein Typ mit blonden Haaren dabei war. 4. Peter? Aiblali. Oder Victor, wie auch immer. Das ist korrekt, der vierte ist genannt. Ich gebe frei. Oh, vielleicht war der das. Ja, so hast du mich zumindest drauf gebracht, muss ich sagen. 5, 4, 3, 2, 1, geschlossen. Insgesamt waren dabei, LeFloid hat da genannt, Chan von Apple War habt ihr nicht genannt, Aiblali habt ihr genannt, Tuddle habt ihr nicht genannt, Kelly habt ihr genannt, Gronkh habt ihr genannt, Dr. Allwissend habt ihr nicht genannt, Cold Mirror habt ihr nicht genannt, GLP habt ihr nicht genannt und Julians Block habt ihr nicht genannt. Julians Block, Alter, der, oh mein Gott. Yep. Den Namen habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Yep. 2015. Wieso sagte ich 2015? Das ist die nächste Antwort. 2015. Nee, wo ich Frage 35 vorlese. Unter welchem Namen veröffentlichte Dennis Wert, der Bruder von Pandoria, früher seine Videos auf YouTube, bevor er den Kanal in Dennis Wert umbenannte? Ach, scheiße. Ram. Na, for you? War das eine Frage? Nee, aber die Frage von dir war so unendlich kompliziert gestellt, dass ich mir dachte so, ich die ganze Zeit so, Dennis Wert, okay, mal früh, kann ich mal früh sein, kann ich mal früh sein. Jetzt möchte ich alle Antworten in einer Antwort haben, sonst ist es falsch. Okay. Welche 4 YouTuber gehörten zum Hoveisen Squad oder auch HWSQ? Ah, oh, fuck, ich hab... Oh. Bram? Gronkh, Pan, Curry und Turbinator. Ach! Korrekt. Also Currywurst, aber hast ja egal. Welche YouTuber hatten einen Gastauftritt im Spiel Elex von Piranha Bytes? Wir nicht. Mehrere? Wie viele darf ich sagen? Das ist eine Antwort. Ein Kanal, der da gefeatured wurde. Ah, okay. Heißt aber welche YouTuber in dem Fall. Okay, aber das ist nicht ein... Gronkh. Okay. Okay. Ich weiß es nicht. Wusste ich auch nicht, aber soweit habe ich das Spiel auch nicht gespielt, weil das war halt nicht so geil. True. Ich weiß es nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Ich glaube, von Sepp wird eh nichts kommen. Bei Elex und Piranha Bytes. Rocket Beans. Ah. Die Rocket Beans. Wusste ich nicht. Ja, nicht.
Frage 38. Im Jahr 2011 stand ein Lied des Comedy-Trios Right Titty auf Platz 48 der deutschen Charts. Wie heißt das Lied? Das kenne ich sogar. Ich weiß, wer das ist. Wie hieß denn das? Keine Ahnung. Boah. Das ist eine gute Frage. War das nicht so ein Modewort? Bram? Bram? Der letzte Sommer. Fuck. Klingt eher wie Rosamundig Pilcher. 5. Rosamundig. 4. 3. 2. 1. Vorbei. Ständertime. Ja. Ach, dann warst du weit oben. Mhm. Wir spielen jetzt quasi ein bisschen Fischstäbchen lügt. Hm? Die Frage ist, welcher dieser Charaktere ist nicht auf dem Kanalbanner von PietSmiet zu sehen? Ich lese euch jetzt Namen vor und ihr buzzert, wenn ihr meint, dass der da nicht drauf ist, dieser Charakter. Ja? Wenn er da drauf ist, buzzert ihr nicht. Okay, habe ich verstanden. Okay. John Marston aus Red Dead Redemption. Doch, der ist da. Joe und Ellie von The Last of Us. Die habe ich bestimmt eingebaut. Da könnte sein, dass nur einer darauf zu sehen. Okay, falsch. Aloy von Horizon. Fuck, Alter! Kannst du mal. Ich dachte, Jonathan hat sich verschluckt oder so. Ich hab gerade geguckt, ob ich Disconnect hab, weil Internet irgendwie weg ist oder so. Das ist mir egal. Ich krieg den Punkt. Könnt ihr ausreden, jetzt reinschießen. Aloy gibt es nicht. Ich hab noch für euch aber zwei weitere und das sind einmal Lara Croft von Tomb Raider. Die ist unten links. Jetzt einmal drücken, Sepp. Und als letztes Agent 47 Hitman. Scheiße, den habe ich glaube ich sogar drauf gemacht. Ich habe jetzt hier auf Wasser gespielt, scheiße. Ja, danke, Peter. Das war nur Aloy. Scheiße. Frage Nummer 40. Muss ich mal überarbeiten, das Banner. Sorry, aber wir sind ja nicht nur noch Videospiele. Aber das war so eine schöne... Das war echt cool, das Banner. Das war so ein Nod zu unserer damaligen, zu unserem allerersten Banner quasi. Welcher dieser drei Nominierten gewann 2017 den Webvideopreis in der Kategorie Gaming? Sturmwaffel, Paluten oder Tinendo? Ram? Tinendo. Ist korrekt. Frage Nummer 41. Wie heißt der Film von Fresh Torge aus dem Jahr 2015? Kartoffelsalat. Korrekt. Ah! Welcher YouTuber. Ich bin voller Déjà-vu, dann hatten wir schon mal die Frage. Dann hat einer die falsche Antwort ins Mikro gebrüllt. Ich weiß nicht, wer das war. Vielleicht war ich ihn auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr die Antwort. Die Nudelsalat. Welcher YouTuber ist für Formate wie So ein Scheiß oder Erklärbär bekannt? So ja, ein weiß ich Scheiß nicht. Oder Erklärbär? Oh, das klingt nach Alexi Bexi. Nee, oh, ja. Das klingt nach Schrott. Was? Oh, ja. Doch, stimmt. So ein Scheiß. Und dann sitzt er da und fingert sich in einem riesen Nutella-Glas rum. Ich erinnere mich. Richtig eklig. Okay, möchten wir da die richtigen Antworten haben? Per Buzzer? Voll, naja, per Buzzer. Okay. Und es muss richtig sein. Alle vier. Okay. Alle vier. Okay. In welchem im Spiel Crash Bandicoot 4 It's About Time liehen vier YouTuber den Quantum-Masken ihre Stimme. Wer sind diese vier? Da lege ich mich doch mal entspannt nach hinten. Oh, Sammy. Oh, du siehst aber auch süß aus heute. Ja, Peter, wenn du drücken willst, jetzt. Ich habe keine Ahnung. Dann mal weiter. Ich habe mit vier YouTubern so eine Promo dazu gemacht, aber das waren nicht alle die Stimme leihen. Also ich habe ja selber auch keine Stimme geliehen, deswegen keine Ahnung. Peter, du hast auch eine Stimme, ich höre dich. Also Peter, ich gebe den Free Point. Ja, Lara. Ja, okay.
Das hätte ich jetzt auch getippt, aber ich habe keine Ahnung, wer der Rest ist. Ja, aber dann drück doch. Nein, du musst ja richtig geht ja nicht. Du musst alle vier richtig haben. Alle vier will ich richtig haben. Improvisierst du schon, Peter? Wenn da eine falsch ist, gibt's keinen Punkt. Weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, das wisst ihr nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Und wahrscheinlich müssen wir die Frage im Zweifel auch rausnehmen, denn hier steht Peter, Zayuri, Joyce Ilk und Varian. Ja, nee, also wir haben nicht denen unsere Stimme geliehen per se. Also wir haben quasi so eine Promo gemacht, aber wir haben die nicht vertont im Spiel. Ah. Dann deswegen kam mir die eine Frage Stimme so bekannt vor von Peter. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Peter, ganz ehrlich, das wäre jetzt 10 von 10, wenn die Frage rausgenommen wird und sich nachher herausstellen sollte, dass du eine fucking Maske Crash Bandicoot gesprochen hast und das nicht mehr weißt. So nice. Nein, nein, ich habe da keine drin gesprochen. Wir haben halt ein Video dazu gemacht. Ja, das glaube ich dir auch, aber ich will das ja nur mal sagen, wenn das nicht so ist, dann haben wir ein Problem. Fände ich witzig. Ja, okay. Am 1. März 2013 fand der Stream Last Man Standing statt, in welchem Team Pietsmeet gegen das Team von Let's Play Together antrat. Für LPT trat damals ein YouTuber an, der in diesem Stream da... Bram? Der erste, weil er sein Gesicht zum ersten Mal gezeigt hat, war Zombie. Oh. Oh ja, stimmt. Und er war fucking nervös damals. Ja, das stimmt. Zu Recht. War geil. Das brauchen wir wieder. Yep. Wait, wir haben Zombie damals getroffen? Ja. Im Gegner-Team. Das war damals der erste Live-Auftritt. Ja, und direkt danach habt ihr die Masken von Crash Bandicoot vertont. War Looks Like Inc. nicht auch dabei? Nee, das war wahrscheinlich jemand anderes. Ne? Ja? Egal. Ich glaube nicht. Das war ein anderes Event, glaube ich. David Hein war da und Joyce Ilk. Ja, ja, dann kann ich mich die waren, glaube ich, dabei. Oder war das bei zwei? Das kann auch bei zweiten gewesen sein. Ja, das kann auch bei zweiten gewesen sein. Beim Comedy-Trio Waititi gab es einen Running Gag, welcher besagt, dass TC immer wen oder was schauspielerte. Bram. Na gut, immer halt eine Frau, wa? Korrekt. Stark. Oh. Hä? Ja, nett. Stark. Okay, wo fand Last Man Standing 3... Oder auch Last Man Standing. Oh, scheiße. Auf der Gamescom. Das ist korrekt. Ja, aber jetzt musst du sagen, welche. Schade. Das war aber ohne uns, oder? Wir haben doch nur eins und zwei. Korrekt. Das war ohne uns. Okay, alles klar. Ich war gerade so verwirrt. Trennung so, von wir haben das, Studio wir haben das boykottiert. Gut. Weil Tickets verkauft wurden und stimmt, das fanden wir auch richtig scheiße. Das fanden wir richtig Müll. Und dann gab es VIP-Tickets oder so und dann hast du noch ein Meet and Greet gekriegt. So richtig strange. Und dann sind Kong und Sarah mit diesem fetten Auto auf die Bühne gefahren. Ich dachte mir so, Alter, krass. Ey. Ja. Und danach dachte mir, das ist auch gar nicht so schlecht, machen wir eine Tour. Ne. Ja, aber ein anderes Gerät. Wer startete 2006 als einer der ersten deutschen Let's Player unter dem Royal, aka Max. Oh, AKA, nee. AKA, nee. Wer startete 2006 als einer der ersten deutschen Let's Player unter dem Namen Alligator 10? Heute bekannt als Alblali, AKA Victor. Oh, lol. Korrekt. Drei Fragen noch. Seit wann gibt es in Deutschland die YouTube Premium Funktion? Monat und Jahr, bitte. Was? Alter, ja genau, Alter. Ja. Bitte hast auf den Tag. Ich würd selbst beim Jahr strugglen. Ja, dann machen wir nur das Jahr. Okay. Ram? 2018. Scheiße. Reicht mir. Reicht dir? Ich war 2019, aber nachher Juni 2018 wäre gewesen. Wenn nur das Jahr war, dann war okay. Wie viele Logos hatte YouTube bisher? Ram? 3. Peter? 2. Sepp? 1. Peter? 4. Sepp? 5. Korrekt! Ja. Scheiße! Worst case! Ja. Sepp holt mich noch, Alter! Letzte Frage steht 79 Punkte für Bramen, 51 Punkte für Peter und 50 Punkte für Sepp. Peter, drück auf falsch. Bram, du darfst jetzt nicht antworten. Okay. Ja. Wie heißt der Spender? Blaues Haus. Friendly Fire. Als ob.
Das ist falsch. Wie heißt der Spendenstream? Grünes Haus. Falsch. Loot für die Welt. Nein, das lass du doch mal ausreden, Mann. Ich muss gewinnen, Peter. Welcher jährlich gegen Ende des Jahres stattfindet und von dem Fleischerkorb veranstaltet wird. Oh Mann, Loot für die Welt. Zweiter Platz. Und damit haben wir einen Endpunktestand von 54 Punkten für Peter. 55 Punkte für Sepp. Ah, und Peter, 80 halt Punkte nicht dein für Brabben. Danke. War cool. Das war sehr, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank für das Vorbereiten. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, auch zu moderieren. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr kleinen Schrittchen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.